Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zodiac Box von Shakusa und Raf Camora. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zodiac von Shakusa und Raf Camora. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz-weiße Box bzw. einen schwarz-weißen Pappschuber darüber. Und hier haben wir dann einmal dieses Symbol mit Zodiac-Schriftzug und dann die gesamte Oberfläche in so einem endlosen Muster dieser drei Tierköpfe. Und zwar haben wir auf der einen Seite einen Wolf, einen Raben und einen Affen. Warum sind hier drei Symbole, wenn es nur zwei Interpreten sind eigentlich? Das kommt daher, dass es noch einen dritten Interpreten gibt, und zwar meines Wissens ist es so gewesen, das war ein Kollabo zwischen Shakusa und Raf Camora, aber Yoshimitsu wurde auch diverse Male gefeatured und war so auch mitbeteiligt, aber eben nicht ganz so sehr wie Shakusa und Raf, deswegen wurde das offiziell so als Kollabo zwischen Shakusa und Raf betitelt, aber Yoshimitsu war natürlich auch dabei, deswegen je nachdem wie er es bevorzugt, zwei oder drei Interpreten, aber Yoshimitsu hatte natürlich auch seinen Anteil, deswegen ist er hier mit dabei. Independenza lesen wir hier, das ist das Label, über das das Ganze erschienen ist, also die Credits und einen Barcode. Hier zieht sich dann weiter diese Tieroptik durch und dann lesen wir hier noch Deluxe Edition. Gut, so viel zum Pappschuber, dann machen wir das Ganze mal aus dem Pappschuber raus und kommen zur Box an sich. Das Ganze aus dem Jahr 2014 und wir haben hier dann ebenfalls wieder eine etwas verstörende Optik von diesen diversen Tieren. Und so haben wir unter anderem einen Affen, einen Wolf und einen Raben abgebildet. Dann lesen wir hier wieder die Interpreten. Yoshimitsu auch hier wieder etwas kleiner dargestellt. Hier auf der Seite lesen wir dann Zodiac. Das sieht man eher schlecht, aber im Bild, also im Bild, im Licht geht's. Dann haben wir hier die Interpreten nochmals abgebildet, abgedruckt. Oben und unten glatt schwarz mit so einem weißen Zierrahmen, wobei, nein, hier haben wir nochmal dieses ägyptische Symbol. Hier oben auch, okay. Und auf der Rückseite lesen wir hier nur Independenza 2014, ansonsten das Ganze glatt schwarz. Okay, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal ein Shirt mit dabei. Dann haben wir hier so einen Patch, so einen Aufnäher. Eine unterschriebene Autogrammkarte und das Album in der Premium Edition, ebenso wie diese Papphülle mit Instrumentals plus zwei exklusiven Tracks. Gut, dazu kommen wir gleich. Auf dieser Innenseite haben wir einmal die drei Herren abgebildet, Yoshi, Raf und Shakusa. Raf sogar hier mit einem Zodiac Shirt und dann haben wir hier JRC, also passend für Yoshi, Raf und Shakusa. Und vielleicht kurz noch zum Albumtitel, also Zodiac ist ja im Englischen der Begriff für diese Tierkreiszeichen und dementsprechend haben wir hier diese drei Tiere von Yoshi, Raf und Shakusa und diese Thematik dreht sich das ganze Artwork hier. Hier innen haben wir dann noch so einen schwarzen Einleger, der ist hier festgeklebt. Hier war das Album bzw. die Instrumentals festgemacht, damit die nicht so herumfliegen in der Box und nicht beschädigt werden und heile bei euch ankommen. Gut, wir machen die Box mal wieder in den Pappschuber, packen die dabei mal zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier auch wieder diese Tierkreiszeichen Wolf, Rabe, Affe abgebildet. Premium Edition. So sieht das aus. Auf der Seite in goldener Schrift Zodiac. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier Features von, das ist das, was ich am Anfang erklärt habe. Wir haben hier eben die ganzen Tracks natürlich von Shakusa und Raf. Allerdings, obwohl er hier auch auf der Box mit aufgedruckt ist, Yoshimitsu als Feature angeführt. Dementsprechend, meiner Meinung nach, das Feature, also dadurch, dass es hier als Feature angegeben wurde, das Album wirklich von Shakusa und Raf in Kollabo entstanden und Yoshimitsu hier als, ich sag mal, etwas abgestufteres Kollabo mit dabei und deswegen hier auch wirklich als Feature separat angeführt. Gut, also wir haben hier Yoshimitsu einmal
dann noch ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal, ein sechstes Mal. Und dann haben wir hier noch ein Feature von Busy Montana, Marc Reis, Pirelli und Massiv. Gut, schöne Tracklist. Dann haben wir hier noch die Credits unter dem Barcode. Das Ganze kommt in einem Digipack. Wir kommen zum Booklet. So sieht das aus. Also auch hier wieder das Zeichen Zodiac. Und dann haben wir einmal Shakusa mit den ersten 5 Tracks hier abgebildet. Und hier haben wir die Infos, wer das Ganze produziert hat. Jawohl. So sieht das aus. Dann haben wir hier Raff mit den nächsten 5 Tracks. Dann dieses Tierkreiszeichen der drei Herren. Shakusa, Raff und Yoshimitsu. Und dann hier zum Abschluss noch Yoshi mit einer Wiener Jugendstilhaube. So sieht das aus. Die letzten 5 Tracks hier mit dabei. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die ganzen Credits, wer wo verlegt wird, etc. etc. Gut, unter diesem Booklet haben wir hier ein Independencer Logo. Machen wir das Booklet wieder rein. Hier nochmals die drei Herren abgebildet, inklusive deren Tierkreiszeichen. Und dann haben wir hier einmal die CD. Und zwar ist das hier das Album. Also hier steht Nummer 1 Premium CD. Rückseite glatt schwarz. Und dann haben wir hier noch, im Gegensatz zur Standard-Edition, auch noch eine DVD mit dabei. Ab 12 Jahren das Ganze Premium-DVD. So sieht das aus. Und dann haben wir noch eine Papphülle mit dabei, ein Digisleeve. Und zwar lesen wir hier Instrumentals plus 2 exklusive Tracks. Also wir haben natürlich die Tracklist hier nochmal abgedruckt. Warum? Weil ja die Instrumentals hier mit drauf sind. Und dann haben wir noch 2 extra Tracks, die auf der normalen Edition oder auf der Premium Edition nicht dabei sind, sondern wirklich nur hier in dieser Box. Und zwar lesen wir hier Goldregen exklusiv und Sag Ihnen exklusiv. Und Sag Ihnen ist mit Yoshimitsu und Sierra Kid. Also nochmals 2 Features mit dabei. 2 Tracks inklusive 2 Features. Credits. So sieht dann die CD aus. Schwarz und weiß. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Auf dieser haben die drei Interpreten unterschrieben. Sehr interessante Unterschrift hier von Yoshi. Okay, Raff Shakusa, jawohl, so kennt man das. Rückseite blank weiß, sehr schön. Und das Ganze im Querformat. Dann mit dabei ein Patch, ein Aufnäher. Hier auch wieder dieses Tierkreiszeichen mit den drei Tierköpfen. Das Ganze kreisrund. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und dieses passenderweise natürlich auch in dieser Tierkreis-Optik gehalten. Hierunter lesen wir dann noch Shakusa, Raff Kamora und Yoshimitsu. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem Fruit of the Loom in der Größe L Classic Value Weight. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesen drei Tierköpfen, mit diesen Tierkreiszeichen. In der Mitte lesen wir wieder Zodiac mit diesem Symbol. Und dann haben wir links den Wolf, rechts den Raben und darunter den Affenkopf. Und dann lesen wir hier wieder die drei Interpreten, Shakusa, Raff und Yoshimitsu. Vom Design her auf jeden Fall ein Hingucker. Also diese drei Köpfe hier schön mittig im Brustbereich platziert. Und darunter dann die Interpreten, das Ganze in schwarz-grau und weiß gehalten, kann man auf jeden Fall anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann haben wir diesen Patch, diesen Aufnäher hier. Die unterschriebene Autogrammkarte, wo wirklich alle drei Interpreten unterschrieben haben. Die Bonus-Tracks, die 2 Bonus-Tracks inklusive der Instrumentals im Digisleeve. Und natürlich das Album an sich in der Premium Edition im Digipack inklusive DVD. Ups, falsch rum. So,
Das alles in dieser wunderbaren Box Zodiac von Shakusa und Raf Camora. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raf Camora und Shakusa unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.